Wenn es um Steuern sparen geht, dann kommt oftmals schnell das Thema GmbH und UG auf. Doch es stellt sich natürlich die Frage, soll man sofort eine GmbH oder UG gründen oder doch lieber im Einzelunternehmen starten? Die Antwort erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Roland, ich bin Steuerberater aus Regensburg und du schaust Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Das erste Mal bei Steuern mit Kopf, dann lass ein Abo da. Vergiss auch nicht die Glocke zu drücken und schau auch mal auf Facebook und Instagram vorbei. Auf Facebook natürlich auch die Steuern mit Kopf Community, blende ich dir hier oben ein. Da einfach die Beitrittsanfrage stellen und mitdiskutieren über Steuernews, Steuertipps und How-Tos zur Steuererklärung. Die Frage kommt ja immer wieder auf, soll man bei der Gründung, wie gesagt, sofort eine GmbH oder eine UG gründen oder erst lieber als Einzelunternehmer starten? Die Frage ist natürlich darauf ausgerichtet, es geht hier primär ums Steuern sparen. Aber man sollte nicht vergessen, eine GmbH oder UG hat nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile. Und zwar, du hast natürlich auf der einen Seite hier die Steuerersparnis, dass du natürlich nur 30% zahlst innerhalb der Gesellschaft und natürlich dann nur Steuern drauf zahlst, was du dir auszahlst. Es kommt natürlich hier drauf an, wo deine Gemeinde ist, dann sind hier 15% Körperschaftssteuer plus 5,5% Soli und dann eventuell, so im Bundesdurchschnitt sind es 14% hier an Gewerbesteuer. Auf der anderen Seite darfst du das aber nicht unterschätzen, denn eine UG bzw. GmbH hat auch höhere Gründungskosten. Während du ja zum Beispiel bei einer GmbH oder UG schon zum Notar musst, kannst du natürlich als Gewerbetreibender ganz einfach ein Gewerbe anmelden, kostet dich ungefähr zwischen 25 und 50 Euro, je nach Gemeinde. Dementsprechend hast du hier schon Anlaufkosten von 1.000 bis 2.000 Euro bei UG bzw. GmbH. Und das ist natürlich schon hier eine Auswirkung, die sich natürlich dann auch auf deinen Gewinn auswirkt, weil natürlich diese 2.000 Euro zum Beispiel erstmal wieder erwirtschaften musst. Genauso ist es natürlich mit den laufenden Kosten. Auch hier können die Kosten relativ schnell bei 2.000 Euro pro Jahr liegen. Aber genaue Auflistung dazu habe ich schon gemacht. Verlinke ich dir am Ende des Videos noch ein Video, also zwei Videos, wo ich das schon sehr ausführlich dann gemacht habe. Da stellt sich also die Frage, für wen lohnt sich eigentlich die GmbH oder UG? Eine UG oder GmbH sollte man, wie gesagt, nicht nur aus steuerlicher Sicht betrachten, sondern primär aus der Überlegung Haftungsproblematiken. Sei es auf YouTube als Blogger, aber natürlich auch hier auf Amazon ist es zum Beispiel so, dass hier Abmahnvereine relativ aktiv sind und natürlich diese Abmahnvereine natürlich auch massiv Geld scheffeln wollen. Diese Haftungsproblematiken, wenn natürlich diese Themen auch im Rahmen der Produkthaftung so weit gehen, dass du natürlich hier mit der Insolvenz auch Probleme bekommen könntest, ist hier die Einlage von bei der UG mindestens 1 Euro oder natürlich mindestens 12.500 Euro bei der GmbH hier beschränkt. Das heißt, da ist es natürlich schon so, dass du da wirklich aufpassen solltest. Kleiner Tipp an dieser Stelle, ich habe dazu auch schon ein Buch geschrieben und zwar Steuern für Influencer, Steuererklärung Tinder leicht meistern. Da bin ich auch schon auf die Haftungsproblematik ein bisschen eingegangen und natürlich auch, wie sich das hier bei der GmbH oder UG bei Bloggern und Influencern, also YouTubern und Twitch-Streamern natürlich auswirken kann. Vor allem hier natürlich sollte man nicht unterschätzen, dass natürlich auch die steuerlichen Problematiken relevant werden können. Denn hier ist es ja so, dass du sagst, ja, du willst Steuern sparen, aber dann musst du dir erstmal die Frage stellen, musst du überhaupt Steuern zahlen? Denn es ist zum Beispiel so, dass du natürlich hier in Deutschland auch den Grundfreibetrag hast als natürliche Person von 9.168 bzw. 9.408 Euro. Diese natürlich erst ab diesem Betrag Steuern anfallen. Wenn du natürlich so viel noch nicht mal verdienst, dann ist wahrscheinlich hier die UG GmbH erstmal die schlechtere Lösung, weil hier natürlich immer flat deine 30% zahlen musst. Aber wie gesagt, hier auch im Bereich Amazon FBA, was es da alles gibt, also im Online-Webshop-Bereich, solltest du wirklich dieses Thema Produkthaftung nicht unterschätzen und deswegen sollte man sich wirklich hier das eher nicht aus der steuerlichen Sicht betrachten, sondern aus der Haftungsproblematik heraus, weil natürlich so, jetzt, wenn du ein Produkt hast, das Allergien auslösen könnte oder hier an Allergiker verkaufst oder zum Beispiel hier auch, wie gesagt, Abmahnvereine aktiv werden, dann ist es so, dass natürlich hier schon diese Problematik nicht unterschätzt werden sollen. Meine persönliche Meinung an dieser Stelle ist es ganz einfach, man sollte das Unternehmen so gründen, wie man es auch in 10 Jahren führen würde. Der Grund ist zum Beispiel, dass man sagt, okay, man gründet heute eine UG, weil man wirklich sagt, okay, man will da massivst jetzt das durchziehen. Man hat eine Idee, man hat ein Produkt und will jetzt hier wirklich in diese Idee weiter ganz einfach vorantreiben und weiterkommen. Dann ist es wirklich zu empfehlen, hier von Anfang an mit der UG oder GmbH zu starten, weil du natürlich die hier dann langfristig Umwandlungskosten oder Umfirmierungskosten auch von der UG in die GmbH sparen kannst.
Du darfst ja zum Beispiel auch das Stammkapital dann auch für den Geschäftsbetrieb verwenden. Also musst nicht immer diese 12.500 oder 500 Euro bei einer UG, wenn du sagst, das setzt du ein, hier Stammkapital musst du nicht hier als Rücklage behalten, sondern darfst dieses Geld auch zum Arbeiten verwenden. Wichtig ist, wie gesagt, hier nur, dass du auch das nicht unterschätzt, dass langfristige Betrachtungsweisen immer hier natürlich die bessere und die günstigere Lösung sind. Das ist ja auch das Motto dieses YouTube-Channels, denn Steuern spart, wer Steuern plant. Das bedeutet aber auch, die betriebswirtschaftliche Sicht zu betrachten. Und zu sagen, okay, wenn ich jetzt jährlich einen steigenden Umsatz von sagen wir 10% habe, weil ich ein Wachstumsunternehmen bin, weil ich relativ klein bin, aber eine Nische gefunden habe, in der man sehr gut Geld verdienen kann, dann wäre es schon sinnvoll, dass du sagst, okay, du gehst sofort in die UG oder GmbH, weil du dann hier natürlich einfach diese Vorteile hast. Ansonsten, wie gesagt, ich verlinke euch hier diese beiden Videos. Einmal natürlich die Vorteile einer GmbH und dann noch einmal die Nachteile einer GmbH. Habe ich schon sehr ausführlich hier auf diesem YouTube-Channel behandelt. Ansonsten kann ich euch natürlich für die Grundlagen auch nochmal mein Buch empfehlen, und zwar Steuern für Influencer, die Steuererklärung Tinderleicht meistern. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Klickt auch auf Abonnieren, vergesst auch nicht die Glocke zu drücken und schaut, wie gesagt, auch mal auf Facebook und Instagram vorbei. Auf Instagram natürlich regelmäßig auch unser Fragenfreitag. Und wie gesagt, auch das Thema Livestreams wird jetzt dann im Winter wieder relevanter. Und wie gesagt, mitdiskutieren auch in der Facebook-Community Steuern mit Kopf Official bzw. Steuern mit Kopf Community. Und wie gesagt, Tipps, Anregungen und sonstiges einfach unten in die Kommentare. Mein Name ist Roland, ich bin Steuerberater aus Regensburg und das war Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.